Hallo, mein Name ist Katja. Ich arbeite im Verein der Freunde des Waldraf-Ritschartz-Museums und des Museum Ludwig. Heute möchte ich euch ein weiteres Kunstwerk aus dem Museum Ludwig vorstellen, das zu meinen Favoriten zählt. Ich stehe hier vor dem Bild des italienischen Malers und Bildhauers Amadeo Modigliani aus dem Jahr 1917. Das Porträt trägt den Titel L'Algérien. Man kann den Titel des Bildes in Großbuchstaben in der oberen linken Ecke des Bildes erkennen. Es ist nichts Untypisches für Modiglianis Porträts, dass er die Titel der Bilder gleich auf der Leinwand verewigt. Sich selbst hat der Maler ebenfalls in der Signatur verewigt, allerdings muss man nach ihr ein bisschen länger suchen. Sie befindet sich auf der Schulterhöhe der porträtierten Person. Auch typisch für Modigliani ist das langgestreckte Format dieses Gemäldes, denn sein Markenzeichen waren die langgestreckten Gestalten mit überlangen Hälsen, mit ovalen Gesichtern und mandelförmigen Augen. Wir schauen hier auf ein Porträt einer jungen algerischen Frau, die uns selbstbewusst, aber auch rätselhaft anschaut. Modiglianis Gesichter wirken oft rätselhaft, da er die Augen der Porträtierten meist als leere oder blinde Augen ohne Pupillen darstellt. Das lässt natürlich viel Raum für Interpretationen. Bei diesem Bildnis schauen wir in die schwarzen Augen des Modells, bei dem man kaum Spur von Weiß erkennen kann. Mit schwarzer Farbe umrandet Modigliani aber auch ihren Mund und schafft die Kontur der etwas schräg wirkenden Nase. Doch diese schwarzen Umrisse verleihen ihrem Gesicht keine Härte, sondern betonen ihre souveräne und selbstsichere Art. Wunderbar passen dazu auch der modische Schmuck dieser jungen Dame und ihr kurzer Haarschnitt. Das Brustbild ist in warmen, erdfarbenen Tönen geschaffen, die in einem wunderschönen Kontrast zu dem weißen Blusenkragen des Modells stehen. Man kann das Interieur nicht wirklich erkennen. Man erahnt höchstens einen Ausschnitt eines Bildrahmens oder eines Spiegels. Der karge Hintergrund ist typisch für Modiglianis Werk. In seinem Leben schuf er über 400 Bildnisse, ein Großteil machen die Porträts aus. Dabei verzichtet der Maler bewusst auf den narrativen Charakter. Für Modigliani steht stets der Mensch im Fokus. Nur auf ihn fokussiert er sich in seiner Darstellung. Amedeo Modigliani kommt 1884 in Livorno in Toskana zur Welt. Seine Jugend verbringt er in Italien, wo er die Kunst der Antike und der Renaissance studierte, bevor er im Alter von 22 Jahren 1906 nach Paris zieht. Damals ist Paris die Metropole der Avantgarde. Der junge, charismatische Modigliani trifft dort auf Literaten und Künstler, die später zu Schlüsselfiguren der Moderne werden. Er pflegt Kontakte zum Spanier Pablo Picasso oder zum rumänischen Bildhauer Constantin Brancusi. Trotz finanzieller Engpässe und gesundheitlicher Probleme pflegt Modigliani einen sehr ausschweifenden Lebensstil, geprägt von Drogen- und Alkoholkonsum. Er stirbt bereits im Alter von 35 Jahren an Tuberkulose. Er folgte weder dem damals angesagten Kubismus noch dem Fauvismus, sondern blieb sein Leben lang ein stilistischer Einzelgänger, ein Außenseiter. Erst kurz nach seinem Tod stieg die Beliebtheit seiner Werke, vor allem die der Aktbilder. Diese wurden zu Lebzeiten von Modigliani oft als skandalös empfunden, erzielten jedoch in der Vergangenheit exorbitante Preise. Diese wechselten bei Auktionsversteigerungen zuweilen für dreistellige Millionenbeträge den Besitzer. Die Beliebtheit von Modiglianis Werken führte oft auch zu Fälschungen. Aber keine Sorge, im Falle von L'Algérien handelt es sich um ein zweifelfreies Original. Das Modell wurde übrigens gleich zwei weitere Male von Modigliani verewigt. Das eine Bild zeigt das bekannte Bild aus dem Ludwig nur in etwas tieferem Ausschnitt, etwa bis zur Hüfte. Das andere ist ein liegender Akt auf dem Sofa. Beide Werke befinden sich heute in privaten Sammlungen.
Das Faszinierende an Modiglianis Werk für mich ist seine Fähigkeit, trotz einer erkennbaren Stilisierung und Typisierung der Modelle deren eigene Persönlichkeit in nur wenigen Pinselstrichen herauszuarbeiten. Diese Essenz des Individuums verbindet Modigliani in seinen Werken mit einer erhabenen, fast schon klassischen Schönheit. Seine Porträts strahlen eine besondere, zeitlose Ästhetik aus. Er schafft es, eine Brücke zwischen der Tradition seiner italienischen Heimat und der Moderne zu schlagen. Modiglianis Porträt wohnt ein besonderer Zauber inne. Schaut euch doch dieses Porträt beim nächsten Besuch im Museum Ludwig genauer an. Man hat das Gefühl, sich in diesen schwarzen Augen verlieren zu können.